Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn die 350er bekommt ein neues Kleid, beziehungsweise ein Upgrade. Also es ist kein komplett neues Dekor, sondern nur ein kleines Upgrade. Und ich habe das Paket hier. Ich hoffe, ihr könnt schon sehen, DCC Dirt by Custom Collabo. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich hoffe, es ist hier wirklich auch drin. Das weiß ich nämlich nicht, weil Sören wartet auch noch auf was. Und ich glaube, Annika ebenfalls. Das heißt, wenn wir Pech haben, ist hier was ganz anderes drin. Und wir können nichts aufklären. Okay, die Jungs haben auf jeden Fall präventiv vorgesorgt. Ein Rakel und eine kleine Sprühflasche. Danke, Nico. Danke, Peter. Natürlich auch hier die DCC-Sticker am Start. Richtig geil. Oh ja. Oh ja, Freunde. Ich hoffe, ich spoil jetzt nichts. Oh. Yes. Ich hatte, ehrlich gesagt, bei meinem neuen Dekor für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig Neongelb drauf. Und ich habe gesagt, Peter, Nico, wir müssen ein bisschen mehr Neongelb drauf bringen. Und vor allem meine Sponsoren, die ich wirklich liebe und schätze, man hat sie nicht erkannt. Und das war total traurig. Und deswegen haben wir hier, könnt ihr jetzt sehen, Y-Food ist vertreten auf der Schwinge. Richtig, richtig geil. Dann natürlich hier Husqvarna. Wir haben Broken Head. Motul. Also alles, was wirklich wichtig ist, ist hier am Start. Ja, aber erstmal müssen wir die Karre hochholen, richtig? Die müssen wir noch hochholen, die steht in der Tippgarage. Haben wir überhaupt Platz dafür? Das ist so voll. Ich glaube, wir müssen hier eben ein bisschen die Blöcke rumschieben. Ja, schieben wir die Couch weg, dann geht das, ne? Ja, oder? Machen wir. 3, 2, 1, bis gleich. So, Freunde, jetzt sind wir in der Tiefgarage. Wir müssen natürlich erstmal das Schätzchen jetzt nach oben buxieren. Und jetzt könnt ihr euch das Ausmaß hier auch mal in der Tiefgarage anschauen. Der Lotus ist ja aktuell nicht da. Und jetzt stehen hier aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fahrzeuge. Und hinten auf dem Parkplatz stehen noch ein paar. Ich glaube, der Roller für Knossi, mein Roller, die Simson, das Pitbike und das kleine Motocross-Bike von Gordian. Also komplett gestört. Aber beschäftigen wir uns heute nicht damit. Hinter der Kamera übrigens der gute Maurice hier am Start. Habe ich gerade ganz vergessen. Der wird nämlich heute tatkräftig helfen, das Dekor aufzukleben. Ich hoffe, wir kriegen das alte vernünftig ab und das neue wieder vernünftig drauf. Easy. Bist du zuversichtlich? Schaffen wir. Ja, also ich bin, was Dekor angeht. So, Freunde, also wir sind jetzt oben. Maurice kommt noch nicht so gut mit dem Aufnahmeknopf klar. Deswegen haben wir gerade keine Aufnahme gemacht. Aber wir laden das Motorrad jetzt in die Wohnung und dann werden wir ganz langsam und behutsam hier das Dekor abkratzen. Bis gleich. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir das Dekor abkriegen. Du hast vorhin schon gesagt, mit einem Föhn ein bisschen warm machen, da ja, kann man das besser abziehen. Dass die Kleberückstände so ein bisschen nicht drauf kleben bleiben. Genau, und dann kommt das neu drauf. Ich würde sagen, das ist ein ziemliches Neon-Upgrade, was wir hier vorliegen haben. So, Freunde, Lukas ist jetzt auch hier am Start. Hallo. Und wird tatkräftig helfen. Ein bisschen ist es schon nach vorne gegangen. Kannst du mal hier zeigen. Ist auf jeden Fall absoluter Profi, was das Bekleben angeht. Schaut euch das mal an hier. Oi, 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 oi. War eigentlich auch schon fertig. Oder? Ziemlich geil. Oh, damn. Wir sind ein gutes Team, Maurice. Absolute Ehre. Weiter geht's. So, Leute, wir sind endlich fertig. Das Dekor ist drauf. Und an der Stelle, bevor ich jetzt irgendwie hier anfange, euch was zu zeigen, dickes Dankeschön. Bitteschön. Auch an dich, Lukas. Ehrenhafte Aktion. Da streckt er sich nur. Ey, ey. Und ohne Mist, ich find's einfach, werde ich hier beschossen mit einem Gummiband. Findest du das witzig? Ein bisschen. Ja. Ich finde das Dekor einfach nur mega fett. Wie gefällt euch das? Also im Vergleich zu vorher ist es eigentlich genau das gleiche, aber natürlich ein paar mehr Neon-Akzente. Und ich finde, ich mein, du kennst das ja auch, Lukas, ich finde es so wichtig, dass die Sponsoren eigentlich gut zu sehen sind. Und ist hier? Schönes Grün geworden, doch. Ist ein schönes Grün geworden? Ja, ja, schon. Also Lukas sieht nur grün, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise hören könnt. Das ist schon schön. Sollen wir einen kleinen Bike-Con machen, Jungs? Ja, viel Spaß. Oder? Ja. Ja? Ja. Okay. Und was sich jetzt überhaupt verändert hat, dafür gebe ich mal dem guten Maurice die Kamera. Stand up, please. Also, fangen wir mal hinten an. No homo, bro. No homo.
Die hat sich nicht so viel verändert, nur eben ein paar Sponsoren. Ihr könnt sehen hier Brokenhead, Germod, Motul, Reifencom, Y-Food. Und das hier wurde neongelb. Ich finde, das macht schon enorm viel aus. Die Seiten sind komplett gleich geblieben. Aber das ist irgendwie so ein kleiner Akzent, der nochmal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringt. In dem Fall natürlich neongelb. Dann hier auf der Seite könnt ihr sehen, haben wir die Startnummer neongelb gemacht. Den Streifen hier haben wir neongelb. Ich glaube, das war vorher auch... Wir haben ja leider so viele Reste liegen. Wir finden das. Ah, nee, das war schon neongelb. Da siehst du ja die Seite, genau. Dann vorne, das war mir persönlich super, super wichtig, dass eben hier gerade Motul, wie auch auf dem vorletzten Dekor in neongelb kommen. Weil auf Fotos, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ihr seht die Sponsoren nicht. Ihr könnt nicht mal lesen, was da steht. Und das war ziemlich schade, weil gerade die hier ermöglichen mir super, super viel. Und ohne die würde es auch nicht so viel Videos geben. Deswegen, die sieht man jetzt gut. Genau, das war die Seite. Jetzt können wir nach vorne gehen. Ba-ba-ba-ba-bam. Denn da haben wir auch hier Startnummer in neongelb. Ziemlich geil. Dann hier auch ein Sponsor von mir, Suit Base. Finde ich auch mega nice. Zieht sich richtig gut auf dem Frontfender drauf. Wir haben hier die Spitze ein bisschen nach vorne gefeilt. Die war vorher relativ platt. Hier noch Neon-Akzente gesetzt. Das CCC an der Seite ist neongelb. Dann hier Husqvarna. Schriftzug mit dem Logo, richtig, richtig geil, auch neongelb. Und ich glaube, ah genau, hier, Schwinge. Schön mit Y-Food geziert, links und rechts natürlich auch drauf. Also, bevor ich das vergesse, ein dickes Dankeschön an die Jungs von DCC, denn die haben sich den Arsch aufgerissen. Ich glaube, das Dekor ist jetzt innerhalb von 10 Tagen ungefähr entwickelt worden, gedruckt worden und versendet worden. Alles aus Österreich. Also mega fettes Dankeschön. Checkt die auf jeden Fall ab. Wenn ihr ein Dekor haben wollt, geht einfach drauf. Ihr könnt euch custom eins zusammenstellen lassen oder eben einfach eins nehmen, was im Shop schon vorhanden ist. Und ich glaube, sogar meins gibt es da zum Kauf. Also definitiv mal abchecken. Und die Handschuhe, genau. Die Handschuhe gibt es auch bei denen. Und Sticker. Also eigentlich total viel. Das wissen die meisten nicht. Verrückt, oder? Also nochmal dickes, dickes Dankeschön an Peter, an Nico, an die Jungs von DCC. Much love from Hamburg, ja. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, jetzt gibt's einen Bikepound für euch. Freut euch drauf. So, das war der Bikepound von der 350. Ah ja. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir machen jetzt auch langsam Schluss bei dem Video von heute, denn wir haben noch was vor mit der R1 von Lukas. Ich habe keine Ahnung, ob das Video schon online gegangen ist, wenn das hier online geht. Auf jeden Fall wird es laut, es wird illegal, es wird asozial. Also genau das, was wir uns immer wünschen und das, was ihr euch auch wünscht. Lasst dem guten Maurice und dem Lukas ein Abo da, sind beide verlinkt unten in der Beschreibung. Und ja, demnächst erzähle ich auch mal ein bisschen was zu den einzelnen Sponsoren. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen von euch auch. In dem Sinne, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!